Hallo ihr Lieben, heute soll es noch meine Neuzugänge vom November für euch geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Beginnen wir wie immer mit den Büchern, die ihr bereits schon mal gesehen habt und die ihr bereits aus einem anderen Video kennt, weil ich sie schon gelesen habe. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten Buch an und das wäre Deadly Ever After von Jennifer Armentrout. Ich habe dieses Buch auf der Buchmesse beim Verlag angefragt, weil man mir gesagt hat, es gibt noch Rezensionsexemplare dazu und der Verlag hat mir das Buch auch natürlich netterweise dann zugeschickt und habe ich mich sehr drüber gefreut. Und Deadly Ever After hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte, ich fand die Charaktere gut, ich fand die Stimmung in dem Buch gut und ja, hat mir sehr gut gefallen. Und bevor das jetzt hier wieder ein halber Lesemonat wird, sage ich jetzt nichts weiter dazu und ja, ich mochte das Buch auf jeden Fall. Wie immer gilt, da ich nicht zu viel von den Büchern vorwegnehmen möchte, weil sonst haben wir hier wieder einen halben Lesemonat. Ja, wenn ihr euch für die Bücher interessiert, dann klickt einfach in das Video zu den Büchern und da könnt ihr euch dann anhören, was ich genau zu den Büchern zu erzählen habe. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das ist Der letzte erste Kuss von Bianca Iosivoni. Auch das Buch habe ich netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mich riesig gefreut. Ich fand Der letzte erste Blick von Bianca schon ganz, ganz toll und auch Der letzte erste Kuss konnte mich wieder voll und ganz überzeugen. Ich mochte die Geschichte um Elle und Luke sehr und ja, ich freue mich jetzt auf den dritten Teil und ja, ich freue mich überhaupt für Bianca, dass der Verlag noch weitere Teile zu ihrer First-Reihe gekauft hat. Und ja, freue mich dann, wie gesagt, auf den dritten Teil und Der letzte erste Kuss war einfach so gut. Dann bei mir eingezogen ist dieses Buch hier, Der Himmel in deinen Worten von Bridget Kemmerer. Das ist ein Jugendliebesroman und hier wird eine ganz, ganz zarte Liebesgeschichte erzählt. Und hier steht auch das Thema Trauerbewältigung und Selbstfindung schon sehr weit im Vordergrund. Ich finde das für ein Jugendbuch sehr, sehr gut und dieses Buch hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist eine Geschichte, wie gesagt, die mit sehr, sehr viel Bedacht erzählt wurde und sehr behutsam erzählt wurde, gerade wegen dieser schwerwiegenden Themen. Und ja, ich finde, das hat die Autorin ganz, ganz toll gemacht. Und ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen, wenn ihr mal ein Jugendbuch lesen wollt mit einem bisschen einer ernsteren Thematik. Und ja, ich mochte es. Es geht in diesem Buch um Juliet und Declan und Juliet hat ihre Mutter verloren. Und ja, schreibt jetzt immer Briefe an ihre Mutter, um sich ihr halt noch ein bisschen nahe zu fühlen und legt sie ans Grab. Und dort findet Declan den Brief ihrer Mutter und liest ihn. Er weiß, dass es eigentlich falsch ist und er weiß, dass man das eigentlich nicht machen sollte, aber es interessiert ihn halt einfach, was in diesem Brief steht. Und er liest diesen Brief und kann sich komplett in die Lage des Briefschreibers, also in Juliet, hineinversetzen und antwortet ihr. Und so beginnt die Geschichte zwischen den beiden. Und ja, es ist wie gesagt eine Geschichte, die ganz, ganz toll erzählt wurde, die mit sehr viel Bedacht erzählt wurde und ich mochte das Buch auf jeden Fall und kann es euch auch nur empfehlen. Das nächste Buch ist eins meiner Highlights aus dem November und zwar Fighting to be Free, Nie so begehrt von Kirsty Mosley. Das ist der zweite Teil zu Fighting to be Free, Nie so geliebt. Und ich kann jetzt zum Inhalt nicht allzu viel verraten, ohne zu viel vorwegzunehmen. Es geht hier immer noch um Ellie und Jamie und am Ende vom ersten Teil ist ja bei Ellie und Jamie was Doofes passiert, ne, weswegen es halt einen zweiten Teil gibt und der zweite Teil setzt jetzt 3 Jahre nach dem ersten Teil wieder an und wir lesen die Geschichte von Ellie und Jamie weiter und die beiden treffen dann nach 3 Jahren auch das erste Mal wieder aufeinander und es ist so toll gewesen, diese Geschichte zu erleben und ich finde, die Autorin schreibt so, so toll. Die letzten 100 Seiten hier von diesem Buch waren wirklich mehr wie ein Actionfilm, wie ein Buch. Also ich bin so ein Mädchen, ich mag so Filme wie Fast and the Furious, nur noch 60 Sekunden, so harte Männer, Autorennen, Diebstähle und ja, so Mafia-Geschäfte und sowas. Ich mag solche Filme auch und deswegen fand ich das Buch auch so richtig gut, denn das war genau das, was ein guter Actionfilm auch ausmacht, war in diesem Buch drinne und es war einfach so gut erzählt und es war einfach so toll geschrieben und Jamie ist so toll und Ellie ist so toll und ja, ich kann euch diese Bücher echt nur empfehlen, wenn ihr gerne Liebesgeschichten mit ein bisschen Erotik lest, dann schaut euch Fighting to be Free an. Wenn ihr diese Bücher lest, solltet ihr allerdings nicht so viel Wert auf Realismus legen, denn gerade der zweite Teil ist natürlich total überzogen und überspitzt und übertrieben und kitschig und ja, realitätsfremd, möchte ich eher sagen, aber mich haben die Bücher absolut gut unterhalten und wie gesagt, war definitiv ein Highlight im November. Ich fand es ganz, ganz toll. Es war so toll. Es war so, so toll. Dann ist im November noch bei mir eingezogen Bird and Sword von Amy Harmon. Ich fand dieses Buch auch richtig, richtig gut. Es hatte hier und da so ein paar kleine Schwächen, auch was die Liebesgeschichte betraf und was das Worldbuilding betraf und was auch die Nebencharaktere betraf. Aber mich hat das Buch trotzdem wahnsinnig gut unterhalten. Ich fand das Ende richtig gut. Ich hatte richtig Angst, die letzten 50 Seiten zu lesen. Ich dachte so, oh mein Gott, was passiert da jetzt? Was passiert da jetzt? Ich traue mich nicht. Und ja, das Buch hat mich auf jeden Fall komplett gepackt und konnte mich total überzeugen mit seiner ganzen Art und Weise. Wie gesagt, es war nicht rundum perfekt, aber ich mochte es trotzdem. Und
Es ist eine High-Fantasy-Geschichte und es geht in dieser Geschichte um Lark. Und Lark ist stumm. Ihre Mutter hat ihr vor ihrem Tod quasi mit ihren letzten Atemzügen die Worte genommen. Denn Lark ist etwas ganz, ganz Besonderes, denn sie hat die Gabe, mit Worten Dinge zu bewegen. Also sie kann zum Beispiel Puppen fliegen lassen, nur weil sie der Puppe das halt befiehlt. Und das ist eine sehr, sehr mächtige Gabe. Und weil ihre Mutter natürlich Angst hatte, dass da irgendwas passiert, wenn sie jetzt mit dieser Gabe nicht zurechtkommt, nimmt sie ihr halt die Worte. Und ja, Lark ist ab diesem Tag stumm. Und 15 Jahre später, glaube ich, trifft Lark auf König Tiras. Und König Tiras entführt sie und nimmt sie mit auf sein Schloss. Denn Larks Vater hat gegen die Gesetze verstoßen und hat Untreue gegenüber dem König begangen. Und als Strafe nimmt der König sie jetzt halt erstmal mit an seinen Hof. Und ja, was dann dort alles mit Lark und Tiras passiert, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Natürlich geht es noch um mehr. Es geht natürlich auch noch um Krieg, um Feinde, die besiegt werden müssen. Und ja, ich fand das Buch einfach ganz, ganz toll. Es hat mich super unterhalten und ich mochte es sehr. Und ja, I like. Mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Das nächste Buch, was ich euch zeige, könntet ihr inzwischen auch schon gesehen haben. Ich weiß gerade noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos online stelle, die ich heute drehe. Und zwar mit allem, was ich habe von Jodi Allen Malpass oder Malpass. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und ja, in diesem Buch geht es um Camille und Camille ist Supermodel und reiche Tochter und ja, Camille wird bedroht und so. Und Camille bekommt einen Bodyguard an ihre Seite gestellt und zwar Jack. Jack ist Ex-Elite-Soldat und hat irgendwie noch mit seiner Vergangenheit ganz schön zu hapern und ja, ist von nun an rund um die Uhr für Camille zuständig. Und wie kann das anders sein, als dass die beiden sich zueinander hingezogen fühlen und ja, was dann mit den beiden passiert und wie es mit der Bedrohung um Camille steht, das ist es, worum es in diesem Buch geht. Ich werde jetzt hier zu diesem Buch erstmal nichts weiter sagen, denn ich weiß noch nicht, ob das Video online ist, deswegen verrate ich an dieser Stelle nichts. Es ist auf jeden Fall ein erotischer Liebesroman, also es ist schon relativ viel Erotik, die in diesem Buch dran vorkommt. Und ja, ich finde, das Cover passt super zum Inhalt. Also dieses Cover stellt eine Schlüsselszene aus diesem Buch dar. Das kann ich schon mal verraten und ich finde, es passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zur Geschichte. Mehr wird jetzt aber noch nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob das Video schon online ist. Deswegen, ich muss mich da zurückhalten. Das nächste Buch, was im November bei mir eingezogen ist, habe ich, wie mit allem, was ich habe, auch vom HarperCollins Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar Das göttliche Mädchen von Amy Carter. Das ist die Neuauflage vom HarperCollins Verlag. Es gab ja schon mal eine alte Auflage. Und ja, ich habe die neue Auflage angefragt, weil ich die Geschichte noch nicht kannte. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Ich habe noch nicht angefangen, auch wenn das Lesezeichen hier schon drin steckt. Und ja, in diesem Buch geht es um, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, Kate. Und Kates Mutter ist sterbenskrank. Und Kate begegnet an der Schule einem Jungen. Und dieser Junge ist anders wie alle anderen. Und es stellt sich dann raus, dass dieser Junge Hades ist. Und Hades bietet ihr einen Handel an. Wenn sie es schafft, 7 Prüfungen zu bestehen und für ihn zum Wintermädchen zu werden, dann wird er ihre Mutter heilen. Und ja, was tut ein verzweifeltes Mädchen, um ihre Mutter zu retten? Sie geht diesen Handel ein. Und es geht in dieser Geschichte darum, ob Kate es schafft, diese Aufgaben zu bestehen und ihre Mutter zu retten. Ich finde, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ich bin schon gespannt, was das göttliche Mädchen für mich bereithält. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. 3 Bücher habe ich noch, die im November eingezogen sind. Die dürftet ihr in meinem Vlog schon gesehen haben. Wer meine Vlogs guckt, kennt diese Bücher schon. Und zwar ist einmal eingezogen Wilde Umarmungen von Nalini Singh. Das ist ein Übergangsteil zur Gestaltenwandelreihe. Also es ist jetzt der 16. Band, der zu dieser Reihe rausgekommen ist. Dieser Band ist aber keine richtige Geschichte, sondern dieses Buch enthält 4 Kurzgeschichten. Mit dem 15. Teil war ja die erste Staffel der Gestaltenwandelreihe abgeschlossen und der erste Teil der zweiten Staffel kommt nächstes Jahr im Januar oder Februar raus. Da freue ich mich schon sehr, denn die Protagonistin aus diesem Buch Silver Merchant und Silver kennt man schon aus den anderen Büchern. Ja, und hier geht es nochmal um 4 Kurzgeschichten. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich habe überlegt, ob ich diese 4 Kurzgeschichten mir einfach an den 4 Adventssonntagen gebe. Jeden Sonntag eine Geschichte, vielleicht mache ich das und lese morgen die erste und dann zweiten, dritten, vierten Advent eine. Mal gucken und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt und freue mich schon sehr auf diese Geschichten. Ich liebe die Gestaltenwandelreihe von Nalini Singh. Ich finde, Nalini Singh schreibt hier ganz, ganz tolle Charaktere und die Welt, die sie hier erschaffen hat, ist einfach Wahnsinn. Sie ist einfach so unglaublich gut. Und jetzt kommt die Sonne raus und ich kriege einen Heiligenschein. Verdammt. Jetzt kommt die Sonne raus. Aber es ist schön, dass die Sonne mal rauskommt, denn sie war die letzten 2 Tage nicht da. Es hat bei uns nur geregnet in den letzten 2 Tagen. Und jetzt lässt sie sich blicken, wo ich hier drehe. Danke, Sonne. Danke. So, ich habe jetzt mal die Gardinen ein Stück rübergezogen, dass ich nicht mehr hier ganz so angestrahlt werde. Ich bin natürlich immer noch heller, aber
Ich freue mich über Tageslicht, egal. Ja, dann noch bei mir eingezogen im November ist Berühre mich nicht von Laura Kneidel. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch. Ich wollte es eigentlich auch schon längst gelesen haben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Deswegen liegt es hier noch rum, aber ich werde es auf jeden Fall ganz, ganz bald lesen. Ich habe bisher nur gute Sachen über dieses Buch gehört und ich finde auch die Teaser, die Laura Kneidel veröffentlicht hat, die hören sich einfach so, so gut an. Und in diesem Buch geht es um Sage und Sage zieht in eine neue Stadt und Sage ist Bibliothekarin oder sie arbeitet auf jeden Fall in einer Bibliothek und Sage trifft dann in dieser Bibliothek auf Luca und Luca ist erstmal auf den ersten Blick alles, wovor Sage sich fürchtet und wovor sie davongerannt ist und als ihr gelingt, hinter seine Fassade zu blicken, steht hinten drauf, lässt sie das ihr Herz höher schlagen und ja, ich finde, das klingt einfach ganz, ganz toll und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und freue mich schon sehr darauf und berühre mich nicht, hat ja auch beim Lovely Books Leserpreis gewonnen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Platz es war, aber ich denke, es ist verdient auf jeden Fall. Und ich mag Laura Kneidel, ihren Schreibstil. Ich habe ja schon ein paar Jugendbücher von ihr gelesen und ja, freue mich auf. Berühre mich nicht! Dieses Buch ist übrigens eine Dilogie. Das ist der erste Teil. Der zweite kommt nächstes Jahr im März, glaube ich, raus. Wovor ich ein bisschen Angst habe, weil das sagt mir, dass das Ende bestimmt richtig böse wird. Wenn so Geschichten immer zwei Teile haben, wird meistens das Ende richtig, richtig böse. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Und das letzte Buch, was im November bei mir eingezogen ist, ist Götterfunke, Hass mich nicht. Das ist der zweite Teil der Götterfunken-Reihe von Mara Wulf. Auch dieses Buch ist noch eingeschweißt. Wie ihr seht, ich habe es noch nicht gelesen. Ich fand den ersten Teil, trotz dass es ein typisches Teenie, Kitschy, Schmalzi-Buch war, fand ich es richtig gut. Ich mochte es total. Ich fand Jess als Charakter ganz, ganz toll und ich bin gespannt, wie es jetzt hier mit ihr und Caden weitergeht. Und ja, freue mich auf Hass mich nicht und lass mich da jetzt mal überraschen. Ich will dieses Buch auf jeden Fall auch ganz, ganz bald lesen. Das waren meine Neuzugänge vom September. Es waren wieder einige, aber viele habe ich ja auch schon gelesen und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was im Dezember auf mich zukommt, was Neuzugänge betrifft. Ich habe mir vorgenommen, nicht ganz so viel zu kaufen im Dezember, denn es ist ja auch noch Weihnachten und mein Geburtstag und da kriege ich bestimmt auch wieder das ein oder andere Buch geschenkt. Denke ich jetzt einfach mal, schätze ich mal. Und ja, ich habe mir von meinem Schatzi auf jeden Fall schon zwei Bücher zum Geburtstag gewünscht, die ich mir von Sina ausgeliehen hatte. Das eine habe ich noch da, das muss ich ihr noch zurück nach Hause schicken. Das habe ich jetzt im November auch mitgelesen. Und dieses Buch ist definitiv eins meiner Jahreshighlights. Und wenn ihr wissen wollt, was das für ein Buch ist, dann schaut auf jeden Fall in meinen Lesemonat. Und ja, das waren meine Neuzugänge. Und ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Bis dann, macht's gut. Tschüss.